Wenn Sie jemals einen Ford Fiesta besessen haben, dann können Sie getrost alles vergessen, was Sie darüber wissen, denn das neue Auto ist eine ganz andere Hausnummer. Er ist um 7 cm in der Länge angewachsen, das gibt ein bisschen mehr Platz im Innenraum, dann gibt es ein völlig neues Bedienkonzept und bis zu 15 Assistenzsysteme sind möglich. Und ich verrate Ihnen schon mal den Preis, 12.950 Euro kostet das Basismodell. Damit ist der neue Kölner fast ein Schnäppchen mit hohem Wiedererkennungswert. Dass er Ähnlichkeiten zum Vorgänger aufweist, ist verständlich, denn der Fiesta war schon immer technisch und optisch ein Erfolgsmodell. Der Ford Neuling bringt es auf den Punkt. Die kleinen von damals sind echt groß, aber so gibt es nun auch mehr Platz und das Auto ist echt erwachsen geworden. Ford bietet 7 unterschiedliche Ausstattungsvarianten an, so auch diese sehr sportliche mit dem Namen ST-Line. Sie wird ab Herbst antreten. Ab 2018 kommt dann noch die echte ST-Variante mit 200 PS und einer Zylinderabschaltung. Auch das Auto werden wir uns dann ansehen. Mein Testwagen ist dieser Vignale, die Luxusausführung. Er kommt mit 18 Zoll Rädern daher und macht in allen Bereichen einen sehr guten Eindruck. Klar, es wurde fast alles erneuert. Was mir ganz gut gefällt, ist die Tatsache, man hat sich optisch nicht so weit vom Vorgängermodell entfernt. Neu ist ein bisschen die Schulterlinie und weiterhin gefällt mir auch die spitz zulaufende Schnauze und die ist ja auch typisch für diesen Ford Fiesta. Der Vorgänger Fiesta ist ein überaus erfolgreiches Auto in den Verkaufszahlen, in den Qualitätszahlen und auch in der Beliebtheit beim Kunden. Also lag es von uns aus nahe, nicht alles über Bord zu werfen, sondern die guten Eigenschaften des Fiestas beizubehalten und da, wo wir Möglichkeiten gesehen haben, den neuen Fiesta zu verbessern. Erstaunlich ruhig laufen die Dreizylindermotoren und Vibrationen sind nicht zu spüren. Hier drinnen ist wirklich alles sehr aufgeräumt, es gibt weniger Schalter und das neue Sync 3 Infotainment-System bietet alle Funktionen, die man braucht. Connectivity ist möglich, also alle Smartphones, die man so hat, die kann man mit diesem Auto verbinden. Er ist zwar größer geworden, passt aber noch durch diese engen Gassen. So manchem wird vielleicht dieses Display hier nicht so gefallen, es wirkt ein bisschen aufgesetzt. Für mich ist das absolut okay, denn ich muss hier nicht nach unten oder vorne rechts gucken. Das ist genau im Blickwinkel. Sein Auftritt ist sportlich und elegant und sehr gut stehen dem Fiesta die horizontalen neuen Rücklichter. Unter der Motorhaube gibt es Altbekanntes und das sind zum Beispiel die 1 Liter Dreizylinder Motoren mit einer Leistung zwischen 100 und 140 PS. Neu sind die Dreizylinder mit 1,1 Liter Hubraum. Da gibt es dann Leistung zwischen 70 und 85 PS. Den 70 PSler, den gibt es dann auch für das Basismodell. Für die Dieselfreunde hat man Motoren zwischen 85 und 120 PS. Der mit 85 PS kostet dann in der Basisversion 15.800 Euro. Na, wer sagt es denn? Dieser Kleinwagen bietet ein gelungenes Interieur. Mit viel Liebe zum Detail haben die Kölner eine Art Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Kein Knopfwirrwarr mehr, Klavierlack und etwas Premium-Flair stehen im Innenraum sehr gut. 276 bis hin zu 974 Liter Ladevolumen sind möglich. Der 125 PS Motor verbraucht laut Ford 4,3 Liter und schiebt den Kleinwagen auf 196 Topspeed. Es gibt ja eine ganze Reihe von Fahrassistenzsystemen, so zum Beispiel den Präkollisionsassistenten. Der kann auch nachts Fußgänger erkennen. Das schafft natürlich mehr Sicherheit. Dann gibt es noch den Einparkassistenten. Der bringt das Ding also in die Parklücke und schützt auch davor, dass man vorne oder hinten dann auffährt. Ein etwas überarbeitetes Fahrwerk erlaubt eine sehr zügige Gangart, bietet Komfort und sehr viel Sicherheit. Lenkung und Bremsen sind ohne Tadel. Hier arbeitet ein manuelles Fünfganggetriebe. Die 100 sind nach 9,4 Sekunden erreicht. Aber wie sieht es mit Dieselmotoren aus? Ich glaube, dass es auch in Zukunft noch einen Bedarf für Dieselmotoren geben wird. Ob der Bedarf in Kleinwagen wie in einem Fiesta so hoch bleiben wird, wie er heute ist, das wird die Zeit zeigen. Aber gerade in größeren, schwereren Autos sehe ich auch in Zukunft einen Bedarf für Dieselmotoren.
Mein Fazit ganz einfach, am neuen Fiesta ist fast alles besser, fast alles zu haben und fast alles neu. Also Daumen hoch. Wie hieß es doch früher mal, Ford, die tun was. In diesem Fall kann ich das nur unterstreichen.